بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, zu den größten Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die uns gegeben hat, gehört der edle Koran, die Worte Allahs und das Buch Allahs subhanahu. Und Allah jalla wa ala erwähnt im Koran, dass dieses Buch Rechtleitung, Heilung und Barmherzigkeit für die Menschen ist. So sagt Allah subhanahu, o ihr Menschen, zu euch ist ein nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns ein Gleichnis gegeben. Der Zustand desjenigen, der den Koran liest, beziehungsweise nicht liest. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis des Gläubigen, der den Koran rezitiert und danach handelt, ist das einer Zitruspflanze, die gut schmeckt und riecht. Und das Gleichnis für einen Gläubigen, der den Koran nicht rezitiert, aber nach ihm handelt, ist das einer Dattel, die gut schmeckt, aber nicht duftet. Und das Gleichnis eines Heuchlers, der den Koran rezitiert, ist das von Basilikum, das gut riecht, aber bitter ist. Und das Gleichnis für den Heuchler, der den Koran nicht rezitiert, ist das einer Kolloquinte, die bitter schmeckt und keinen Duft hat. Daher müssen wir verstehen, dass Al-Quran nur denjenigen etwas bringt und nur derjenige kann profitieren vom Buche Allahs, der auch die Voraussetzungen erfüllt. Diese erwähnte Allah Azza wa Jal, als er sagte, und wir haben dir das Buch offenbart als klare Darlegung von allem und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. So ist die erste Bedingung und Voraussetzung, sich Allah zu ergeben, sich Allah Azza wa Jal zu unterwerfen, die Gebote Allahs Azza wa Jal anzunehmen. Nur wer an Allah glaubt und sich ihm unterwirft, der wird auch diesen Genuss spüren, den Genuss des Korans. Und Allah Azza wa Jal sagte, wie bereits erwähnt, wo ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Nur die wahren Gläubigen, die an Allah Azza wa Jal glauben, an den Tag der Auferstehung, an die Propheten, an alle anderen Glaubensgrundsätze, diese werden vom Koran profitieren. Doch diejenigen, deren Herzen versiegelt sind, möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen mit dem reinen Glauben füllen, diese werden leider nicht von diesem gewaltigen Buch profitieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dies sind die Zeichen des weisen Buches, eine Rechtleitung und eine Barmherzigkeit für die Gutestuenden. Eine weitere Voraussetzung ist damit, dass du zu denjenigen gehörst, die Gutes tun. Und das ist die Folge dessen, dass du an Allah glaubst und dass du ein Muslim bist, dass du eben Gutes tust für dich und für deine anderen Mitmenschen. Und Allah Azza wa Jal sagt, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Möge Allah Azza wa Jal uns dazu zählen. Nur wer gottesfürchtig ist, wird vom Koran profitieren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Al-Fudayl ibn Iyad sagte, wer den Koran in sich trägt, also gelernt hat, wer den Koran rezitiert, trägt die Flagge des Islams. Es geziemt ihm nicht, seine Zeit mit den Zeitvertreibenden zu vertreiben, auch nicht mit den Achtlosen achtlos zu sein und nicht mit den Unbedachten unbedacht zu reden. Vielmehr wird dieser das Recht des Korans hoch verehren. Wir sind eine Gemeinschaft des Buches Allahs, eine Umme des Korans. Und so entsprechend müssen wir auch handeln. Wir müssen so sein, weil wir diesen Koran rezitieren. Und daher müssen wir uns die Frage stellen, liebe Geschwister, welchen Einfluss
Und welche Rolle hat der Koran in der Erziehung unserer Kinder? Liebe Geschwister, unser Umgang mit dem Koran in der Familie ist ein Zeichen und ein Indikator für die Gesundheit dieser Ummah. Eine Ummah des Islams, die täglich den Koran rezitiert, deren Kinder den Koran auswendig lehren, in denen in der Familie Al-Quran tagtäglich gehört wird, das ist eine Ummah, die den Erfolg verdient. Aber eine Ummah, liebe Geschwister, eine Gesellschaft, in der Al-Quran nie gelesen wird zu Hause, in der der Vater nie nach seinem Sohn fragt, hast du heute eine neue Ayah auswendig gelernt? In der die Mutter nie Al-Quran wiederholt mit ihrem Sohn und mit ihrer Tochter, das ist eine Ummah, die wahrlich den Sieg nicht verdient hat. Daher muss ich und musst du dir die Frage stellen, wie sieht es aus bei uns daheim mit dem Koran? Wie oft lesen wir den Koran am Tag mit unseren Kindern? Wie oft sitzen wir am Tag, nachdem wir alles getan haben, man hat gegessen, man hat die Hausaufgaben gemacht, war in der Schule oder auf der Arbeit, anstatt jetzt den Fernseher anzumachen, warum öffnen wir nicht unser Buch Allahs Azza wa Jalla? Anstatt jetzt stundenlang vor Facebook zu sitzen oder vor WhatsApp, warum nutzen wir nicht die Zeit, damit man seinem Sohn sagt, so, wiederhole mal jetzt die Sura sowieso, wiederhole mal jetzt die Ayah sowieso. Oder der Vater sagt, so, korrigiere mich mal bitte, ich möchte dir vorrezitieren, mein lieber Sohn, mein lieber Tochter, ich möchte eine Sura wiederholen. Leben wir so, liebe Geschwister? Leben wir so in unseren Familien oder leben wir ganz anders? Al-Quran hat keinen Platz in unserer Familie. Al-Quran hat keinen Platz in unserem Leben. Wenn man unser einen fragt, wie sieht es aus mit dem Koran, dann fangen die Ausreden an. Und er hat Deutsch und Mathe und Physik und Latein und Englisch und Russisch und Italienisch. Und er kann das nicht machen. Und er hat überhaupt keine Zeit. Und dann ist er im Fußballtraining, dann muss er sich auch ausreden, dann ist er kaputt und dann muss ich die Nachrichten schauen, ich muss arbeiten. Wie schon oft gefragt, wann haben wir Zeit für Allah, liebe Geschwister? Wann? Im Grab? Unter der Erde, wenn wir dann uns sehnen nach dem Koran, dass er uns begleitet im Grabe, dass er uns von dieser Einsamkeit im Grabe beschützt. Aber dann ist es zu spät, liebe Geschwister. Jeder von uns, wenn er möchte, dass sein Sohn in der ersten Liga Fußball spielt und bei Champions League, der wird nicht damit zufrieden sein, dass sein Sohn einmal in der Woche in einem Verein Fußball spielt. Er wird unruhig sein. Er wird diesem Verein sagen, Entschuldigung, das geht so nicht. Seid ihr noch ganz normal? Ihr könnt doch nicht nur einmal in der Woche Fußball spielen und trainieren. Das wird nichts. Jeder wird sehen, wie er engagiert ist. Können wir nicht fünfmal trainieren, wenn es nicht fünfmal geht? Okay, einmal kann er ja Pause machen. Viermal. Wo sind diese Eltern, die zu uns kommen und sagen, es geht nicht, dass ihr nur einmal in der Woche Koran unterrichtet? Warum beklagt sich kein Vater und keine Mutter bei uns, dass zu wenig Koran unterrichtet wird? Warum? Wo sind die Eltern, die sagen, ich möchte jeden zweiten Tag meinen Sohn in die Moschee bringen? Wo sind diese? Wo sind die Eltern, liebe Geschwister, die sich nicht damit begnügen, dass irgendjemand einmal in der Woche den Koran beibringt, sondern die tagtäglich mit ihren Kindern den Koran rezitieren. Wo sind diese? Liebe Geschwister, wir weinen und weinen und trauern, obwohl wir selbst schuld sind an dieser Lage, in der wir sind. Al-Quran, liebe Geschwister, ist eine besondere Liga, eine besondere Stufe. Und daher musst du Zeit und auch Geld investieren für deinen Sohn, für deine Tochter. Wie kann ein Vater nicht den Wunsch haben, dass sein Sohn den ganzen Koran auswendig lernt? Wie ist das möglich als Muslim? Was für ein Herz muss man im Körper tragen, wenn es einem egal ist,
ob sein Sohn und seine Tochter den Koran auswendig lernen oder nicht. Möge Allah uns recht leiten. Daher, liebe Geschwister, wir müssen ein neues Leben anfangen. Wir müssen ein Leben mit dem Koran anfangen. Fange heute an. Lies mit deinem Sohn. Lies mit deiner Tochter. Es darf nicht sein, dass diese Situation so weiter andauert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Kindern helfen, den Koran auswendig zu lernen und auch danach zu leben. Denn Al-Quran, liebe Geschwister, verankert die Glaubenslehre. Al-Quran verbessert den Charakter. Al-Quran zeigt deinem Kind, wie er leben soll. Und daher solltest du auf jeden Fall dich darum kümmern, dass dein Sohn und deine Tochter den Koran auswendig lernt. Deswegen bitten wir euch, dass ihr mehr macht für eure Kinder, mehr macht für eure Töchter und Söhne, dass wir alle den Koran tagtäglich lesen, tagtäglich einen Teil des Korans auswendig lernen, auch wenn es nur eine Ayah ist, dann hast du im Jahr 365 Ayat, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sehnsucht nach dem Koran in unseren Herzen stärken.